Anja Time. Buongiorno, da wären wir wieder. Heute möchte ich über das Ende der Hangouts on Air sprechen. Google hat es angekündigt. Im September werden die Hangouts on Air eingestellt und manche bedauern das, manche empören sich. Und ich möchte gerne mal meinen Standpunkt hier darlegen, weil wir ja auch mit UnUni TV sehr viel auf und stark auf diese Entwicklung der Hangouts on Air aufgesetzt haben. Rekapitulieren wir. Wir haben uns lange Jahre mit dem Thema Videos in Bildungsszenarien oder E-Learning-Szenarien beschäftigt. 2004 fing dieses E-Video-Projekt an und wir haben dort vielfältige Szenarien durchgespielt mit unterschiedlichen Softwaren, mit Videokonferenz-Software, die an der Hochschule für Technik und Wirtschaft, Fachhochschule für Technik und Wirtschaft, wie es damals noch entwickelt wurde, und da konnten unterschiedliche Bandbreiten miteinander kommunizieren. Das war sehr interessant. Man konnte sowohl eine bessere Qualität dort einspielen mit einer guten Performance, mit einer guten Bandbreite, und man konnte selbst mit schlechtestem Internet, Mobilfunk, Internet im Regenwald stehen und dort sich einbringen. Darauf war das konzentriert und fokussiert, und wir haben dann ewig versucht, irgendwie mit Kursteilnehmern, mit vielen Kursteilnehmern irgendwie die da einzuführen, zu gucken, zu schauen, gemeinsam zu eruieren. Wie kann man denn diese Technologie, diese Videokonferenz, sofern sie finanzierbar sind, was kann man mit denen machen? Weil wir müssen rekapitulieren, hatte ich eben schon gesagt, wir müssen rekapitulieren, woher die Videokonferenztechnologie, das ist eine gigantische Industrie gewesen vor 10, 15 Jahren, also immer noch irgendwie, ich meine, ihr seht selber, welche Apparaturen da teilweise mitgeführt werden, um eine ordentliche Videokonferenzschaltung zu setzen oder ein Livestreaming ins Internet hinein zu projizieren. Das kann man von ganz klein bis ganz groß entwickeln und wird auch weiterhin so gehandhabt. Und entsprechend groß waren diese, die waren im sechsstelligen Bereich, diese großen Videokonferenztechnologien. Man konnte die dann ordern, konnte natürlich kein Mensch leisten. Gleichwohl gab es halt immer wieder Finanzierungsrunden an den Hochschulen, an den die Charité irgendwie war da ganz weit vorne und hatte da große Systeme, die haben sie bis heute, um diese Schaltungen zwischen den Ärztebelegschaften da herzustellen. Ja, da kam diese ganze Videotechnologie her, und dann war es ein ganz großer Schritt, als dann so die ersten Umgebungen aufkamen, die man sich so halbwegs leisten konnte, aber auch das kostete immer noch richtig viel Geld. Dann kam Adobe Connect, ne? Das kennt ihr auch alle, zumindest im Bildungsbereich. Das war ja auch, ist ja weiterhin eine teure Software. Und die wurden dann installiert, und dann gab es irgendwie, dann gab es auch da wieder Bandbreitenprobleme, und dann musste man sich engagieren, dann musste man sich einbuchen und so weiter und so fort. Also super komplizierte Geschichte. Funktionierte auch immer nur so halbwegs. Und dann hörten wir auf einmal, Google plant etwas oder YouTube plant etwas mit Hangouts on Air, halt eine Demokratisierung der Videokonferenztechnologie, die eventuell sogar for free zur Verfügung gestellt wird. Daraufhin entwickelten wir in so einem Spaßprojekt halt UnUni TV quasi ein Online-Barcamp, 24 Stunden, 7 Tage die Woche, öffentlich zur Verfügung gestellt, und haben eine Plattform da entwickelt mit ein paar Leuten, so dass man Themen da lancieren konnte, über die man gerne sprechen möchte, in einem demokratischen Diskurs, also quasi Peer-to-Peer-Learning. Und andere konnten sich damit einbuchen, und dann haben die sich öffentlich ausgetauscht zu diesen Themen. Ihr könnt das hier auf diesem Channel euch anschauen, was wir da so produziert haben im Laufe der Jahre. War eine super Sache, hat auch an sich gut funktioniert, nur in Deutschland, ja, die Menschen scheuen sich ein wenig in der Öffentlichkeit ihre Meinung kurz zu tun, zumal zu Themen, wo sie nur so semi-professionell unterwegs sind. Ja, das wurde dann immer schwieriger, diese Konstellation zusammenzubringen, Menschen, die bereit sind, über ein bestimmtes Thema miteinander diskursiv sich auszutauschen und quasi in der Öffentlichkeit miteinander zu lernen. Und es wurde immer anstrengender, das wirklich so in die Gänge zu schieben. Insofern haben wir das da dann hier alles weiterentwickelt. Gleichwohl bin ich persönlich Google unglaublich dankbar für dieses Angebot Hangouts on Air, dass wir das kostenfrei nutzen konnten und darüber halt auch
Formate entwickeln konnten, die eben weggehen von dieser alten TV-Attitüde. Weil das ist ja das große Problem, dass wir so aus diesem Fernsehzeitalter kommen, Entertainment und alles so hochprofessionalisiert ist und auch so glatt gezogen und ein bisschen fast schmierig, also so ja gefällig, um halt diese Quoten zu erzielen. Und das ist so unsere Ästhetik, die wir mit Videos verbinden, mit Filmästhetik. Und entsprechend verhalten sich auch viele Leute bis heute vor den Kameras so, wie sie es gewohnt sind, von den Nachrichtensprechern oder von den Schauspielern oder von irgendwelchen Comedy-Menschen oder was auch immer. Und genau das ist das Problem und das hat halt eigentlich im Grunde auch YouTube uns ermöglicht, allen zu schauen, wie könnten andere neue Formate ausschauen, wie kann man sich anders präsentieren, ohne sich zu verkaufen oder was ist denn da überhaupt machbar und möglich? Und das ist ein ganz großer Verdienst, den man sowohl YouTube als auch den Hangouts on Air zuteil werden lassen muss und da möchte ich auch nicht von ab. Und diese Technologie, das kam ja dann wieder neu, kam andere, es kam Zoom und Skype for Business wurde wieder aufgebohrt und professionalisiert, naja, also wurde halt ein bisschen von der Performance her verbessert. Und es gibt halt natürlich seit jede Menge verschiedene Videotechnologien, Videokonferenztechnologien. Insofern wurde so nach und nach dieses Hangout und dieses Livestreaming bei YouTube so integriert. Und es war eigentlich absehbar und die Funktionalitäten wurden auch langsam so zurückgezogen. Und es war absehbar, dass da irgendwann vielleicht der Cut kommt oder das anderweitig transformiert wird. Und ich selber muss sagen, ich bin gespannt darauf, weil ich bin ganz sicher und wir wissen ja auch, dass Google, also wir selber nutzen Google Meet, also das wird auch da wieder in andere Technologien überführt, dieses ganze Know-how, was sie über die Jahre aufgebaut haben. Ich bin sicher, es wird in irgendeiner Art und Weise da Schnittstellen geben, wo wir, die wir wieder neu nutzen können und die in einer Art auch zu einer Art Professionalisierung führen, weil sie halt zu so einem selbstverständlichen Toolset eines modernen Unternehmens gehört, diese Technologie und diese Verfahren und diese Diskursform. Insofern bin ich wirklich super gespannt, was da kommt und wir werden auch weiterhin damit experimentieren und schauen, was ist damit machbar, wie kann man kommunizieren, weil im Grunde irgendwie, wenn wir uns umgucken, auf LinkedIn, auf Twitter, auf Facebook, überall sind ja diese Videoformate möglich und werden ja auch genutzt, rege. Auf Instagram auch natürlich, IGTV. Und jeder kann sich heute irgendwo hinstellen, ein Mikrofon in die Hand nehmen und andere Menschen interviewen und dann dort einstellen oder livestreamen. Das ist dann halt auf den entsprechenden, kursiert dann halt in diesen jeweiligen sozialen Netzwerken. Das ist ja auch alles gut und schön, also weg von diesem statischen hin zu diesem dynamischen, schon immer mein Reden. Na, wir müssen also viel mehr weg von der Konserve und hin zu diesem Fluiden. Und insofern hat sich im Grunde so dieses, was wir ursprünglich mal hofften mit UnUniTV, dass wir da so eine Peer-to-Peer-Learning-Revolution im Grunde auch anstoßen können. Auch das hat sich transformiert. Dieses Kollaborative, dass man gemeinsam sich ein Thema erarbeitet, das erfolgt halt jetzt informell in diesen sozialen Netzwerken. Immer mehr Leute lernen das, irgendwie damit umzugehen und das für sich zu nutzen. Und insofern gibt es eine systemische Kollaboration rund um diese Videos, auch wenn die Videos als solche in der Zwischenzeit wieder sehr klassische Formate sind, also entweder wie ich jetzt hier so da reinspreche oder wie diese Interviews-Geschichten. Und insofern schreitet die Professionalisierung auch im Video-Handling weiter voran. Also wir nutzen es als Werkzeug, um bestimmte Sachen zu dokumentieren, einfach für uns oder für welche Zwecke auch immer, um einen Unfall aufzuzeichnen oder wie auch immer. Also ne, man kann das wirklich als klassisches Werkzeug nutzen, diese Videoformate. Weitestgehend wird es noch als Medium genutzt, das sieht man in dieser ganzen YouTube-Welt, Netflix-Welt. Und zum Dritten entsteht dieser neue Kulturraum weiterhin, dort entfaltet sich und wird in der Zwischenzeit ja auch für ältere Generationen sichtbar. Rezo, das Rezo-Video war ja da quasi ein Katalysator zu zeigen, was passiert da irgendwie und wie nutzen Menschen dieses Medium, dieses Netz,
um sich auszutauschen und um dort Meinungen miteinander diskursiv zu verhandeln. Ich glaube, das ist jetzt so quasi so eine Zeitenwende wiederum. Also wir haben jetzt eine lange Phase hinter uns gebracht. Das begann mit YouTube, die nächste Stufe waren die Hangouts on Air, die Demokratisierung. Und jetzt endet das und wir professionalisieren uns weiter und werden schauen, wie wir diese Videos in den verschiedenen Medien und Netzwerken weiter nutzen können und werden. Und ich hoffe, dass ihr alle daran mitwirkt, zu versuchen, neue Formate auch mitzuentwickeln. Nicht nur immer das nachmachen, was andere machen, sondern halt selber irgendwie wirklich mal, lasst uns damit experimentieren. Weil wir müssen das nicht alles nachmachen, was die Fernsehwelt macht und erst recht nicht, was die Comedians da alle betreiben. Da ist manches gut und manches hoffe ich, dass wir immer noch Nischen finden, die wir selber bespielen und halt eben nicht so professionell oder so glatt produziert, wie das halt die sogenannten Medienprofis tun. Ja, das ist meine kleine Ansprache. Also wie gesagt, vielen Dank YouTube, vielen Dank Hangouts on Air, bye bye und ich weine euch nicht hinterher. Ihr wart eine tolle Experience und wir haben da unglaublich viel gelernt und unglaublich viel voneinander gelernt und miteinander gelernt und insofern bin ich gespannt auf die nächste Phase. Let's go!